Über 80% des Lebens auf unserer Erde findet unter der Meeresoberfläche statt. Und mehr als 50% des Sauerstoffes, den wir tagtäglich einatmen, wird von unseren Ozeanen produziert. Das sind nur zwei der vielen wichtigen Gründe, warum es so wichtig ist, unsere Ozeane zu schützen. This is the Candela 7, the world's first electric foiling boat. We wanted to reduce carbon dioxide emissions from marine transport. And a planing hull is very draggy and inefficient. And all the other boats here at the show have planing hulls. So we wanted to lift the boat out of the water. So we're using foils and a really advanced control system technology to reduce drag by 80%. Dieses Jahr gibt es alleine 50 Aussteller von E-Motoren, so viele wie noch nie. We've developed a 25-foot electric tender. It has an electric propulsion system, so we've done that because we think that electric technology is a key in the future for ocean preservation. And I think that's the step in the right direction. The revolutionary aspect of going out on a motorboat is silence. So what we have developed is a very energy efficient electric motorboat concept where the silence experience is in center. Auch andere prominente Stimmen machen sich für den Umweltschutz stark. Klimawandel ist das größte Problem, was uns alle heutzutage betrifft. Ist die größte Herausforderung für die Menschheit. Vieles muss sich verändern, aber ich finde, diese Herausforderung der Veränderung haben ganz viel Potenzial auch für spannende Veränderungen. Und das ist so toll zu sehen, wie viele Jugendliche sich dafür engagieren, wie wichtig denen das ist. Und da können wir uns als Erwachsene eigentlich nur ein Stück von abschneiden und sagen, die haben recht. Es ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema. Wir können nicht einfach so weitermachen. Only protect the things that you love, but also you only love what you know. And so the Love Your Ocean stand is really trying to immerse people in this incredible underwater world. And so you can listen to the sounds of whales or dolphins, you can look down the microscope and see what's going on with the plastic pollution and really feel like you're out there learning more about our beautiful planet.